So. Und jetzt bauen wir uns ein scheiß Portal. Dum, 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 dum. So, und jetzt weg mit diesem Cobblestone-Mister. Habe ich das so richtig gemacht? Ja, ne? Oder? Stimmt es so? Ja, stimmt. Sieht ein bisschen falsch aus, aber es stimmt. So, jetzt brauchen wir noch 1, 2 Lava und dann... Scheiße, wir haben kein Eisen. Mist, Mist, Mist! Oder? Haben wir Eisen? Flintstone haben wir. Aber wir haben kein Eisen. Hm. Wir brauchen nur einen einzigen Eisenfussel. Na gut, laufen wir deswegen. Laufen wir wegen einem Eisenfussel zurück. So, hier. Und dann da. Und dann da noch. Hier noch gleich, damit wir eine Art Stufe haben. Hm, hier geht nichts mehr. Aber im Nether werden wir eh genug Lava haben. Es ist es. Weg. So. Zack. Und hier. Und unser Portal ist fertig. Juhu. Okay, jetzt könnten wir auch noch so spaßig sein und die Wand hier anpassen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf, deswegen werde ich hier das jetzt einfach mal schließen. So ungefähr. Ja, muss ja nicht so besonders aussehen, so. Das können wir ja später auch mit Cleanstones oder Stonebricks verschönern, wie auch immer. Und jetzt brauche ich Eisen. Ha, da ist Eisen. Nein. Ha, da ist Eisen. Verdammt. Ich schalte mal wieder auf Easy. Damit die Hater jetzt weggehen. Und laufen wir zurück. Gott. Spinne! Ah, weg, 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 weg. Wahrscheinlich laufen wir jetzt in die falsche Richtung, oder? Nee, doch. Also hier ist schon mal ein Sumpf, das ist schon mal nicht falsch. Hallo. Muh. Gib mir schnell deine Milch. Danke. Und warte, wenn ich schon dabei bin. Gib mir nochmal deine Milch. Danke. Ich hab Durst, Moment. So, okay. Schnell, schneller! Ich brauche Eisen! Dann gehen wir in den Nether. In den Nether, Nether. Im Nether habe ich übrigens keine Angst, das ist nur in Höhlen so. Im Nether bin ich völlig locker, was Viecher angeht. Und hier ist unser Haus mit der deutschen Flagge. Obwohl wir gegen Italien verlieren werden, ich kann es jetzt schon sagen. Die Italiener machen uns fertig. Glaube ich. So, wo ist Eisen? Ich will ein Eisen. Eisen? 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 Im Keller. Ah, das wächst ganz schön. Hier ist kein Eisen. Nein! Hier ist Eisen, haha! Okay, wir haben eigentlich schon Feuerzeug, aber ist auch egal. Und wir haben keinen Flintstone. Flintstone? Nein. Flintstone? Nein. Flintstone? Nein. Flintstone? Nein. Wisst ihr was? Wenn wir schon da sind. Flintstone! Haha! So, ich nehme mal ein Gold raus. Und mache mir daraus ein paar Goldnuggets. Holen wir einen Apfel und jetzt machen wir uns einen goldenen Apfel. So, ganz leicht. Oh, jetzt haben wir noch ein Gold übrig.
Was machen wir denn damit? Lagern wir ihn einfach mal da rein. Ist zwar keine Dungeon-Tour, aber ist auch egal. Wir können den ganzen Scheiß später wieder ausmisten. So ein Mist aber auch. Okay, und jetzt gehen wir in den... Nein, noch nicht. Erstmal das ganze Zeug lagern. Unser Tagebuch ist wichtig. Wenn das kaputt ist, bin ich mad. So, den Rest lagern wir in die Sammeltruhe. Ich gehe einfach nur mit dem Schwert in den Nether. Und mit dem Feuerzeug. Und vielleicht noch mit ein paar Pflastersteinen, oder? Ja, komm. Nein, da. Das Schwert ist zwar fast kaputt, aber es macht nichts. Machen wir uns einfach ein neues. Haben wir ein Schwert? Nee. Sollen wir uns ein neues machen? Ja, komm. So viel Zeit muss sein. Zack, zack. So, hier ein paar Sticks. Und mit den Sticks machen wir uns dann ein Schwert. Ein Steinschwert. Aber weil ein Steinschwert noch nicht reicht. Jetzt haben wir zwar noch einen Stock übrig, aber es macht nichts. So, gehen wir schnell. Ja, okay, wir müssen eh zur Spinnenfalle, also. Ist eh egal. Unser Tagebuch haben wir vergessen, na, aber egal. Wenn es kaputt ist, ist es nicht meine Schuld. Wir können ja alles dann nachträglich eintragen. Ich schwimme. Blub, 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 blub. Na, wo ist denn unsere unsere Spinnenfalle? Bin ich hier richtig? Ja, ne? Morrowind-Musik, yay! Na, wo ist es denn? Oh, erschreck mich doch nicht so, Töle. Ich hab mich verlaufen. Ah, da ist es. Ich hab mich nicht verlaufen, das war nur eine Ausrede. Okay. Also dann, let's go in the Nether. Bin gespannt, wo wir rauskommen. Landschaft wird heruntergeladen. Wir müssen noch tiefer. Errungenschaft erzielt. Na, wo bin ich denn jetzt? Hallo. Lassen wir erstmal die Landschaft aufbauen. Moment. Kurz Menü öffnen. Und ich höre einen Guest. Wir wollten ja noch unsere Waffe verzaubern. Ach egal, komm. Nein, aber hör auf zu lecken. So, wenn wir dann durch einen Leck in die Lava fallen, ist es nicht meine Schuld. Sondern die Schuld vom Spiel. Hallo. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich hasse Höhlen im Nether. Habe ich euch das schon mal gesagt? Hm, die Musik passt jetzt ja ganz, ne? Moment. Bin gleich wieder da. Ich mache nur schnell meine Nacht-Playlist an. So, hier und dann da. Okay. Es war die Höhlen-Playlist, aber es ist ja auch egal. Wir sind hier 50.000 Kilometer unter der Erde. Und es geht hier nicht weiter. Ist ja mal geil. Ha! Ich hole mal schnell eine Spitzhacke. Da geht man einmal in den Nether und dann passiert sowas. Wir sind in der Höhle. Geil! Ist das nicht schön? Nein, ist es nicht. Jetzt geh schneller! Landschaft wird
heruntergeladen. Spinnenangriff. Angriff der Spinnen. Spinnenangriff. Angriff der Spinnen. So, okay, gehen wir zurück. Jetzt haben wir ja Spitzhacken, jetzt können wir uns da durchgraben. Haha, hast Schaden gekriegt. Wir sind wieder da. In der Hölle. Graben wir uns mal nach oben. Vielleicht finden wir dann die große Halle. Oder wie auch immer. Die Landschaft. Die nette Landschaft. Oh, ja gut, dieser Stein, den wir hier haben, heißt Netherstein. Oh. Bedrock! Wir sind hier ganz oben im Nether. Wir müssen uns noch tiefer graben. Noch tiefer, weil es ja noch nicht tief genug geht. So, bald sind wir am Erdkern angelangt. Hui! Gast! Ich höre den Gast. Hört ihr ihn auch? Scheiße! Wo ist er? 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 Wo ist der Gast? Er ist über mir. Vielleicht ist er da, wo wir unser Portal gemacht haben. Ja, ist ja gut. Hör auf zu plärren, Mensch. Ja, komm. In der Nähe ist hier einer. Wo ist der Gast? Ich grab mich mal jetzt hier ein bisschen rum. Vielleicht finden wir ihn hier. Ah ja, übrigens, als kleine Notiz, im Nether können Monster überall spawnen, egal ob es dunkel oder hell ist. Monster spawnen hier überall. Hier grunzt es doch. Wir sind hier in der Nähe von... Ja, von der großen Dings, ne? Von der Landschaft ungefähr. Wir sind jetzt hier halt bloß in der Höhle gefangen. Ich höre hier das Grunzen. Hört es auch? Ich höre hier Gäste. Und es grunzen. Es grunzt hier. Ich folge mal dem Geschrei. Unsere Spitzhacke ist langsam K.O. Irgendwann werden wir schon was finden. Hoffe ich. Ja. Spiel abgestürzt oder was? Nee, doch nicht. Sind sie über uns? Ich habe das Gefühl, die sind über uns. Nee. Aber es kann ja gar nicht sein. Wir sind ja hier. Da oben geht es jetzt um Bedrock. Wie in einer Höhle. Wie in einer Höhle.
Ich höre hier Feuer. Hört ihr es auch? Feuer! Es ist hier. Im Nether. In der Nähe vom Nether. In den Netherlands. In Holland, also in Niederlande. Und hier brutzelt es noch mehr. Wir sind hier im Kochkessel des Nethers. Ha! Und wir werden bombardiert. Hey, da ist ein Gast. Und da ist Glowstone. Der Gast greift uns an! Oh nein! Wir werden bombardiert von einem Gast! Da ist er! Haha! Na komm her, du! Ich mach dich fertig! Und es leckt hier extrem. Haha, reflektiert. Ah, er hat uns erwischt. Und die wachsenden Pilze in der Hölle. Den jagen wir jetzt. Hallo, leck. Was ist das denn jetzt? Das war der Leck. Wenn es leckt, stopp ich. Alter, das war... Wie unfair. Dieser Kackleck hier. Halt, jetzt leckt schon wieder. Ich lasse mich hier nicht besiegen. Nicht hier, nicht an so einem Ort. Nicht in der Hölle. Nicht im Nether. Komm her, ich mach dich fertig. Oh. Danke, lieber Leck, dass du uns so auf den Sack gehst. Ja, das war jetzt mal doch ein kleiner Nether-Ausflug für zwischendurch. Wollen wir es nochmal wagen? Na komm, wir haben ja genug Zeit. Nur noch schnell die Sachen holen oder versuchen, und wenn wir nochmal sterben durch einen Leck. Ich hätte den Gast gekillt, wenn es nicht geleckt hätte. Ich schaffe es, Gast zu killen. Ich habe schon mal Gast gekillt. Also es ist nicht schwierig. Es ist ganz leicht. Aber nein. Hey, ich bin hier der Leck. Ich muss es zum Lecken bringen. Ja. Komm, schieb den Leck in den Arsch und... Ach egal. Scheiß Leck hier. Wegen dem Leck habe ich gegen den Gast verloren. Ich habe noch nie gegen den Gast verloren. Okay, ich übertreibe jetzt. Ich habe schon mal gegen den Gast verloren. Ich sag's jetzt einfach nur so, dass ich cool wirke. Ne? Das ist cool, wenn man noch nie von einem Gast gekillt wurde. Na gut, das Einzige, was wir verloren haben, ist ein bisschen Experience und eine Spitzhacke. Deswegen habe ich auch nicht so viel mitgenommen. Weil ich befürchtete, dass wir durch sowas darauf gehen. Hier geht's weiter. Oh, Kopfanstoß. Hier geht's weiter, oder? Ja. Ich stoß mir den Kopf an den Kopf. Stoß ich mir an. Wo ist der Gast? Wo ist der Scheißgast, der uns getötet hat durch ein Leck? Dieser Gast.
ist so fett. Und mir fallen keine weiteren Reime mehr an. Da geht es lang. Nein, dort geht es lang. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber hier geht's lang. Da ist es, der Ort des Grauens, der Ort, die Hölle, 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 Hölle. Servus, die tun uns übrigens nichts, außer wenn wir sie angreifen, dann tun sie einem schon was. Und da liegen unsere Sachen. Na, wo sind sie denn? Ich sehe hier eine Experience. Die ist... Nein, die Sachen sind verbrannt. Dieser Gast... Der nervt. Okay, ich zeige euch mal, was passiert, wenn wir diese Piggies hier angreifen. Uah! Hilfe! Uah! Ah! Ah! Da starten die eine Verschwörung gegen uns. Okay, jetzt haben wir genug rumgealbert im Nether. Gehen wir mal zurück in den Bau, um weiterzubauen. Wir wollten jetzt ja, genau, Holz wollten wir hacken. Jetzt haben wir unsere Sachen in unserem Haus drin. Es können übrigens auch Nether-Viecher von der Hölle hier in die reale Welt gelangen, aber nur wenn sie von selbst in den Nether gehen, also ja, während wir in den Nether sind. Das heißt, und sie könnten Viecher sein. Oh, Gänsehaut, ich kriege ja schon Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass die Viecher jetzt so rumlaufen, vor allem Creeper. So, wenn ich zurück zu Hause bin, mache ich wieder die normale Musik rein. Und dann laufen wir zurück nach Dschungelhausen. Aber zuerst müssen wir unsere Äxte holen. Verdammt, wir hatten hier doch Seerosen gehabt, ne? Wir haben hier gar nicht reingesetzt. Sowas aber auch. Was man alles vergisst, wenn man quatschen muss. Ich finde, unsere Melonen sind noch nicht gewachsen. Leider. Wäre aber schön gewesen. Deutschland! Schwarz-Rot-Gold, sehr vorbildlich, wie ihr da angeordnet seid. Ja, mehr, genau. So, wo ist denn hier unsere Axt? Die sind bestimmt im Keller. Creeper! Nee. Axt, 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 Axt und Axt. So. Ich hab keine Angst. Hahaha. von Axt. So. Und jetzt holzen wir ein bisschen den Dschungel ab. Regenwald abholzen. Und vielleicht finden wir auch noch eine neue Katze. Oder vielleicht auch Kakaobohnen. Denn seit, ja, seit einem neuen Snapshot wachsen im Dschungel Kakaobohnen. Auf Dschungelbäumen. Aber ich glaube, auf unserem Dschungelbaum ist keiner. Denn... Ja, denn die müssen generiert werden, damit sie erscheinen. Das heißt, wir müssen einen neuen Dschungel finden, um dort Kakaobohnen zu bekommen. Wir können allerdings auch in dem Dungeon Kakaobohnen finden. Vielleicht haben wir auch einen gefunden. Vielleicht haben wir auch Kakaobohnen in dem Dungeon gefunden. Mal schauen, da könnten wir sie vermehren. Und dann halten wir 4. Dann 8. Also es kommen immer 2 oder 3 raus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube eher 3. Ja, es kommen 3 raus aus einer Kakaobohne. Aber egal. Jetzt laufen wir mal durch den Wald.
Was ist denn das? Weg, weg, weg! Höhlenphobie! 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 Weg, 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 weg! Hi Hund! Ich mach mal kurz eine andere Playlist rein, die ist mir ein bisschen...